Dies ist der erste Teil zum Thema Mobot. Ich möchte mehrere Tutorials zum Thema Chatbots für Twitch TV erklären. Einmal bei Mobot, einmal beim Nightbot und bei verschiedenen anderen Möglichkeiten. Ich gehe kleinteilig hier vor, indem ich bei den einfachen Sachen anfange. Wie installiere ich das? Wie richte ich das ein? Und in weiteren Teilen geht es dann darum, wie kann ich zum Beispiel Raffle, wie kann ich Umfragen machen, wie kann ich ein Musikplugin installieren? Und das möchte ich in weiteren Folgen jeweils separat abhandeln. Grundsätzlich, warum braucht man einen Chatbot? Man ist ja selber am Streamen und man ist im Chat aktiv und man kennt das, was jetzt hier passiert. Plötzlich gibt es jemand, der schreibt da irgendeinen Mist hin, postet irgendwelche Links und das möchte man nicht unbedingt. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, okay, man hat die Möglichkeit, das zu löschen. Man hat vielleicht Moderatoren als andere User im Chat, die jetzt in der Lage wären, das wegzumachen. Man könnte jetzt in diesem Fall die damit beauftragen, darauf aufzupassen. Aber wie das so im Leben so ist, nicht immer ist zu der Zeit, wenn das passiert, jemand da. So muss man dann aus dem Spiel raustappen, in den Chat gehen, das Dashboard öffnen und das löschen. Das ist lästig, das ist mühselig, das kann man nicht immer, je nach Game- und Spielsituation. Und das will man auch gar nicht. Warum soll man sich damit rumärgern, wenn man das auch automatisieren kann? Und das möchte ich jetzt einmal euch zeigen, was man da machen kann. Und er ist hier der Beste, er ist hier so ein Hater, ja, das bin ich mit meinem eigentlichen Account. Das habe ich da geschrieben, was seht ihr? Und ich könnte jetzt da auf das Löschen drücken oder ich könnte Timeout machen. Dann wäre das Thema also weg, dann wird der ganze Chat gelöscht, aber dafür muss ich was machen. Alternativ gibt es hier die App Web, also twitch.mobot.tv. Und da kann ich drauf drücken und kann das mit meinem Twitch-Account connecten. Da klicke ich jetzt einmal drauf. Dann, ich habe den ja parallel offen im anderen Tab und möchte mich da jetzt mit verbinden und komme jetzt automatisch auf die Mobot-Dashboard-Seite, also quasi, wo ich es einstellen kann. Ihr könnt hier eine Tour machen. Ich lasse das mal weg und möchte einfach hier kurz darstellen, was das gibt. Hier ist ein Event-Log, das brauchen wir nicht. Da gehe ich hinterher drauf ein und so sieht im Grunde die Oberfläche aus. Jetzt gibt es hier ein paar Benachrichtigungen, wo steht, dass der Chatbot nicht an ist und dass der auch keine Moderatorenrechte hat. Da gehe ich aber auch gleich drauf ein, wie man das machen. Und hier grundsätzlich das Prinzip, ich muss ihn erstmal zum Mod machen, den Mobot. Und das mache ich mit so einem Slash Mo Mod Mobot. Ja, dann ist der Mobot zum Moderator. Hat also so ein Schwert, so ein grünes Schwert. Kann also jetzt andere Leute auch bannen und was löschen und quasi wie, wenn man manuell einen Moderator anlegt. Auf der rechten Seite gibt es hier quasi so die Quick Controls. Da kann ich verschiedene Sachen drüber einstellen, wie jemand ein Permit geben, wie jemand löschen und auch eben den Bot joinen lassen, rejoinen, wenn er mal abstürzt. Und ich kann da eben auch verschiedene Sachen oben noch als zweiten Channel eben eintragen, wo ich sagen kann, er soll da auch noch joinen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Bot auf verschiedene Channel zu benutzen. So, ich zeige das jetzt mal. Da steht ja der Text im Bereich und jetzt schreibe ich mal hier noch mal ein bisschen mehr. Und jetzt sehen wir auch hier im Chatfenster, im Dashboard des Bots, dass der Text, den ich da jetzt reingeschrieben habe, dort zu erkennen ist. Ebenso habe ich die Viewerliste, das heißt, ich kann im Grunde komplett auf das Twitch TV Dashboard verzichten und dafür nur das Mobot Dashboard benutzen, um eben diese Quick Controls zu haben und um vielleicht hier so ein paar Settings zu machen wie ein Poll oder andersrum. Der Mobot bietet im ersten Schritt natürlich Spamfilter an. Das heißt, ich kann hier verschiedene Targets setzen. Also worauf soll er reagieren? Das werde ich gleich nochmal erklären im Einzelnen, was das jeweils ist. Aber ihr könnt, das ist ein ziemlich mächtiges Tool. Ihr könnt damit eine Menge Sachen machen und braucht euch dann erstmal mit diesen Sachen nicht rumärgern, dass da irgendwelche Spammer, Hater, Heuler, keine Ahnung was für Leute in eurem Twitch-Chat unterwegs sind. Oben im Event-Log steht jeweils drin, was da passiert und das ist eben auch eine ganz gute Sache, dass man das eben so darstellen kann. So, wenn ich jetzt einen Link poste, dann passiert Folgendes, dann wird er direkt gelöscht, weil da steht jetzt zum Beispiel, ich darf keine Caps benutzen oder irgendwie 100 Mal das gleiche schreiben. Ja, zum Beispiel, ha, 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 was habe ich gerade in den Chat geschrieben auf dem zweiten Monitor. Und jetzt hat der Chat das schon erkannt und hat das schon gebannt, weil der halt die großgeschriebenen Wörter erkennt. Ja, er weiß halt noch nicht genau, was da steht, aber er hat halt durch Prüfung erkannt, das geht nicht.
Und jetzt geht's halt weiter. Jetzt kann ich auch hier im Bot irgendwann sagen, dass ich ihn einfach banne oder dass ich verhindere, dass er irgendwelche Sachen macht. Ja, und wenn er einen Link postet, dann passiert Folgendes. Dann wird alles gelöscht, so wie man das manuell auch kann. So. Jetzt hat er das zum ersten Mal gemacht, dann passiert noch nichts. Beim zweiten Mal gibt es ein Timeout. Den Timeout kann ich von der Zeit beliebig einstellen. Und ich kann eben auch zu härteren Sachen greifen. So, das war quasi meine Kurzvorführung, was so ein Bot kann. Und jetzt fange ich dann gleich mit an, dabei euch zu erklären, wie man das Schritt für Schritt macht. Das war ein altes Video von mir. So, los geht's. Wir müssen Spamfilter anklicken und gehen auf Filter Settings. Unter Filter Settings kann ich jetzt die verschiedenen Trigger quasi einstellen. Einmal kann ich oben einstellen, was passiert, wenn dieser Trigger greift. Also was macht der Bot, was schreibt er da drunter. Und da unten kann ich halt einstellen, was passiert, bevor er irgendwie ein Timeout ausspricht. Also er gibt erst eine Verwarnung, 20 Sekunden Timeout. Und dann gibt es einen 5-minütigen Bann. Das kann man ausschließen auf Regulars oder nicht. Also wer wird gebannt und die Grenze darunter, da kann man einstellen, wie soll man das einstellen. Das kann man jetzt für verschiedene Sachen machen. Man kann das auch eben für verschiedene Wörter machen und eben immer unterscheiden zwischen einem Regular, das da werde ich gleich erklären, was es ist, und ja, zwischen dem normalen User. Man kann Wörter bannen, man kann oft die Wörter nehmen, die im Twitch-Chat halt, also ganz normale Sachen, wo der Twitch-Chat drauf reagiert, sei es irgendwie, ja, weiß ich nicht, was ihr da halt definieren wollt, doof, scheiße, kacke, Entschuldigung, ja, möchte ich hier nicht auf dem Chat sagen. Also irgendwelche Wörter, die jetzt irgendeinen expliziten Content haben, könnt ihr da definieren, wie ihr das möchtet. Oder man nimmt eben die Twitch-Wörter. Also Twitch kann auch gewisse Sachen erkennen. Das kann ich hier auch eben einstellen. Hier ist auch ganz interessant, macht diesen Haken da rein, ne, wo es darauf geht, nur wer eine verifizierte E-Mail hat, kann eben was im Chat posten. Damit seid ihr auf jeden Fall schon mal so ein paar automatisierte Spam-Bots los. So, zurück hier zum Bot. Also wenn ich jetzt ein Wort da reinschreibe, was ich da gerade gebannt habe, und ich schreibe da jetzt doof hin, ja, ich tappe hier mal eben raus, Moment. Oder dumm, du Penner, ne, das geht so nicht, weil da habe ich nicht definiert. Du, ja, 3, 4 Buchstaben darf ich, 3. Moment, wir probieren das jetzt mal weiter aus. Ja. Ich schreibe mal was anderes und jetzt hat er mich gebannt. Jetzt wisst ihr nicht, was ich geschrieben habe, aber das zeige ich euch gleich. Das kann man nämlich jetzt wieder im Bot-Dashboard sehen. Arschloch, habe ich nämlich geschrieben. Entschuldigung. Ja, also das geht nicht. Und ich habe auch dann hier nochmal einen Link gepostet, um jetzt nochmal den Bot weiter zu ärgern. Ja, ich troll dich. www.ichtrolldich.de, keine Ahnung. Also das erkennt er dann auch. Es ist ein Link und es wird auch direkt gepostet. Und ich poste, ich habe jetzt ein Timeout, ja. Ich habe jetzt einfach nur eine kurze Verwarnung gekriegt. Und hier ging es jetzt darum, was passiert, wenn ich jetzt weiter mache, dann werde ich irgendwann gebannt. Ja, sieht man. Also egal was passiert, ich habe jetzt 600 Sekunden Timeout, das habe ich eingestellt. 10 Minuten bin ich jetzt weg vom Fenster. Jetzt muss mich jemand manuell entbannen. Ja, das geht. Aber hier ist nochmal, was da jetzt steht, 10 Minuten Bann. Da ist er weg. So ist das, genau. Das wäre das Gleiche, als ob ich jetzt diese Knöpfe gedrückt hätte. Ne? Jetzt kann ich sagen, ich banne ihn nochmal 10 Minuten oben drauf. Nein, fällt denn nur der Counter wieder bei 600 an. Also passiert nichts. Gut, das ist jetzt hier ein anderes Tutorial. Das brauchen wir nicht, sondern wir wollen hier den Settings weitermachen. Hier können wir halt jetzt nochmal nachvollziehen und rekapitulieren, was ich da jetzt geschrieben habe. Ja, warum wurde er gebannt? Man kann das also ersehen, weil auf der Twitch-Chat-Seite wird das sofort gelöscht. Hier sind die Sachen nicht gelöscht, sondern hier kommt das im Event-Log halt an. Kann ich auch ausblenden, oben rechts auf diesen Tasten. So. Ich kann das alles auch hier drüber machen, was ich im Chat mache. Das hatte ich ja schon ganz am Anfang kurz gesagt.
Und die Sachen sind jetzt hier nicht mehr aktuell, weil das habe ich ja schon gemacht. Ne? Ich habe den Mod erteilt. Weiter hier. Nächste Möglichkeiten. Also. Ich kann hier so Fake Links verbieten. Ich kann, wenn einer extrem viel Mist schreibt, zum Beispiel so 2000 Smileys am Stück, das kann ich halt auch verbinden oder unterbinden. Und ich kann wieder sagen, ab wie viel Smileys kommt, löst der Trigger aus. 5 ist vielleicht ein bisschen viel, 3 ist besser, speichern. So, nächste Sache ist dann die Links. Also ich kann Whitelists erstellen, ja. Das heißt, wenn ich irgendwas mit Wildcard kann ich hier arbeiten, also mit so einem Sternchen, Punkt YouTube zum Beispiel, dann kann man das zulassen. Oder seine eigene Website oder Sternchen.facebook.com kann man zulassen. Ansonsten sind alle Links geblacklistet und ich nehme nur Ausnahmen eben mit Wildcards. Vorne oder hinten ist ein Sternchen möglich, dann geht das. Ja, habe ich hier erklärt. YouTube.slash, dann kann man mal ein Musikvideo posten, was jemand sich wünscht. Dann wird der Bot nicht aktiv darauf. Gut. Unlock, also es ist auch für die Größe begrenzt, möchte ich aber auch in einem weiteren oder zu einem späteren Zeitpunkt noch was zu sagen, wieso das jetzt mittlerweile mit Punkten geht, dass Mobot etwas eingeschränkt ist in seiner Funktionalität, aber ich sag mal, der Standard-Casual-User wird das nicht merken. So. Also, da kann ich jetzt nochmal einstellen, was passiert, wenn irgendwie gespammt wird. Gibt es eine einfache Meldung oder soll das individual für jeden Fall sein? Ich würde es wahrscheinlich individualisieren. Da kann man da irgendeine lustige Bemerkung reinschreiben. Ne? Hinter hier nehme ich hier oben das jeweils individuell gestalte. Ne? Bist du dumm? Vielleicht? Nein, ich darf hier nichts schreiben. Nee, es ist ein Tutorial, ich will nicht flamen, ich will ja selber nicht. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, das geht mir auch schon mal. Naja, egal. So. Also, was gibt's hier noch? Regulars, nein, General Settings, da waren wir doch gerade schon. Das kann man hier, ja, egal. Regulars. Regulars sind Leute, die sind vom Bot ausgeschlossen. Ja, also da triggert der Bot nicht drauf. Und ich kann auch insgesamt natürlich hier eine Whitelist nochmal erstellen. Aber vielleicht machen wir das der Reihe nach und gehen erstmal bei Regulars rein. Genau. Also Regulars sind Leute bei euch im Chat. Die könnt ihr definieren. Da geht der Bot nicht dran. Ja, also wenn ihr Leute habt, die möchtet ihr nicht zum Mod ernennen, aber die möchtet ihr zum Standard-Benutzer bei euch machen, also treue Zuschauer, dann könnt ihr die hier aufnehmen. Das ist momentan noch 50 begrenzt, wenn man den Mobot so installiert, aber mit 50 Regulars sollte man auch grob eigentlich hinkommen. Ansonsten ist es natürlich immer möglich, dass man im Chat schreibt, hör mal, ich will einen Link posten, gib mir mal kurz Permit. Ne? Dann kann auch jemand, der normaler Mod ist, also so ein Schwert hat, was jemand einen Link freigeben. Aber hier seht ihr schon, ich habe ihn zwar jetzt zum Permit gegeben, also nicht Permit, sondern zum Regular gemacht, aber der Bot sagt, nein, du wurdest gebannt, Bann geht vor, also muss ich erst unbannen, ja, Shift drin, unbannen, Tofi FLX, das ist mein eigentlicher Stream-Account und jetzt habe ich mich entbannt, ja, manuell, der kann nur der Mod, also nur nicht nur der Mod, sondern der Streamer und ich gebe ihm jetzt wieder die Möglichkeit, was zu schreiben. Danke! Danke, danke. Geht wieder, ja? Du bist so gut. Ja, ich weiß. Alles super. Ja, also, jetzt darf der alles malen. Jetzt darf er hier auch Links posten, ja? Egal, keine Ahnung, was ich jetzt hier für einen Quatsch da reinschreibe. Alles geht. Der Bot ist jetzt lieb zu ihm. So, also würde ich empfehlen, macht das mit Regulars, bevor ihr jedem euer Modrecht gibt. Ja, gebt erstmal Regular-Status weiter, dann kann man damit ganz viele Sachen machen. Also ihr könnt die ganzen Leute so reintragen,
Das kann man auch per Hotkey machen. Regedit, also slash regedit und dann den Namen. Das ist das Gleiche. Es gibt aber auch noch am Ende ein weiteres Tutorial mit Shortcuts oder Shortkey. Nee, wie nennt man das? Ihr wisst schon, was ich meine. Also hier, ne? Ich kann direkt im Chat dann den Befehl geben, ohne auf das Dashboard zu gehen. Direkt einen kurzen Befehl dafür. Jetzt wird der böse Tuffy-Flix wieder böse. Ja? Tuffy sagt, ich bin dick und doof. Was mache ich dann? Dann müssen wir ihm das Permit wieder entziehen. Ja? Aber ihr seht hier, das Wort dick und dumm. Dumm habe ich ja verboten als blacklisted Word. Deswegen wird das nicht angezeigt. Also ihr könnt das trotzdem dann... machen, wie ihr möchtet. Trolle ich hier wieder weiter. Und jetzt sage ich hier, okay, ich kann das auch hier wieder ausschalten und ich kann ihn auch hier wieder einen Bann geben. Auch wenn er regular ist, kann ich ihn rauskicken. Ja, es geht also immer, ihr behaltet immer die Macht, sozusagen. Auch wenn es normale User sind, nur wenn es ein Mod ist, können Mods sich nicht untereinander bannen. Das wäre noch schöner, aber nein, da geht das nicht. Das könnt ihr ausblenden, einblenden, wie ihr möchtet. Ihr könnt die selektieren, was da gefiltert wird, wie was angezeigt wird. Das sind verschiedene Sachen möglich. So, den Chat kann man poppen, outpoppen, das braucht man nicht. Man kann ja auch diesen ganzen anderen Kram einschalten. Slow Mode, das hast du, darfst nicht so schnell Sachen schreiben. Es gibt so eine Verzögerung da drin. Das brauchen wir jetzt erstmal alles nicht. Das werde ich vielleicht mal erklären, aber es gibt da auch Tutorials zu auf YouTube zu dem Thema. So, mal löschen alles hier, steht so viel Quatsch. So, da sehen wir in der Übersicht nochmal, wer online ist. Ich mit zwei Accounts plus der Mobot als Moderator oben. Hier kann ich auch User ein Permit geben. Das heißt also, wenn es jetzt Playboy, weiß ich nicht, 51 da ist oder Max Mustermann hier, dann kann man Max Mustermann ein Permit geben im Chat. Ja? Wenn er drin ist, dann darf er einen Link posten für die nächsten 120 Sekunden. Aber Max Mustermann ist nicht da, aber hier steht das auch nochmal. Max Mustermann, 3 Minuten hat er jetzt quasi... Gnadenfrist, bevor der Bot zuschlägt und ihn gnadenlos verwarnt. Oder ich kann das so machen, slash permit, ne? Das heißt also, ein Permit geben, Max Mustermann, Mad Max, keine Ahnung, nenne ich mal Mad Max, gibt es den User? Nein. Aber das könnte man vom Prinzip her so genauso machen, ja. Dann würde das hier auch drinstehen. Geht nicht, weil den gibt es nicht. Das ist das gleiche, wie wenn ich das über dieses Mobot-Dashboard mache. So, was muss man noch wissen? Das ist der Channel, den der gejoint hat. Das ist, gut, da ist er jetzt ja drin. Da kann man einen anderen Channel manuell noch einlegen. Das brauche ich aber jetzt nicht. Gibt auch keinen Sinn, das jetzt zu machen. Also, egal. So, was brauchen wir noch? Whitelists haben wir, Comments haben wir. Comments. Comments ist eine Sache. Man kann also, wenn man ein Ausrufungszeichen schreibt, einen vorgefertigten Text, eine vorgefertigte, automatisierte Sache darüber abrufen. Man kann zum Beispiel Werbung für seinen Facebook-Account machen. Man kann die Playlist darin verknüpfen. Man kann verschiedene Sachen darüber machen. Was man damit genau macht, das gibt es im nächsten Tutorial. Ich sage erstmal vielen Dank für die Basics zum Thema Mobot auf Twitch.tv. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Weitere Sachen folgen. Danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat oder ihr Fragen habt, schreibt einen Kommentar drunter. Ansonsten vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.